So, hallo und herzlich willkommen zu einem Part von Far Cry. Sehen Sie nun Far Cry. Wir sind stehen geblieben beim Far Cry Spielen. Und zwar direkt mit zwei Raketenfuzzis im Fahrstuhl. Dingens, Sie sehen das nun. Es macht keinen Spaß. So, los geht's. Links, Gegner, hallo. Ich bin das letzte Mal, letzten Part schon gestorben. Letzter Part, überragender Part. Oh, wieso? Bin ich wieder rausgegangen aus dem Zielen? Ja, man sieht schon, ich bin gut. Ich versuche in nahe hinzukommen, dass er nicht Raketen schießt. Hat nicht funktioniert. Ich habe versagt. Hinter mir ist noch jemand. Hier geht's ab. Babibam. Das. Oh, wie behindert das Zielen ist. Man geht immer aus dem Zielen. Oh, hier ist schlecht. Ich muss weg. Wie ihr seht, ist die Stelle hier hart behindert, weil die Typen direkt in mein Face. Aua, mich umhauen! Ja. So und nicht anders startet man einen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Lernen. Alle Let's Player unter euch. So und nicht anders startet man einen Part. Man fängt an, sinnlos irgendwas zu reden und dann beginnt man damit zu versagen. Sehen Sie nun, wie man... Ich will zielen. Also wenn ich ganz dahin gehe, dann verzielt er mich. Oh, ja, der trifft mich direkt. Oh, shit! Lauf, renn, shit! Dude, junge Mann! Wow. Was ist das für eine behinderte Stelle hier eigentlich? Zählt ihr meine Leben? Richtig, man sieht sie nicht. Ich hab nämlich nicht mehr viele. Hier, optimale Rüstung. Ich renne einfach weg. So, so. So, und was ist da los? Wer schießt mich ab? Ich hab kein... Dr. Dreist. Schnell, Sie kommen. Wir warten hier und versuchen sie aufzuhalten. Boah, es ist ziemlich hart random. Oh Mann, ich hab... Irgendwas klebt an meiner Maus. Mein Mausrad-Dingens. Die Typen sind unsichtbar. Oh, shit! Warum geht's hier so ab? Erstmal der. Numero uno. Bam. Wow. Okay, Priorität, bevor ich in den nächsten Raum laufe, sind erstmal die, die Raketenfuzzis. Du hast krieg ich hin. Jungs, kein Problem. Denn nun am Apparat ist Commander Major King. Commander Major King. Das bin ich. So, sehen Sie nun. Zielen und Schuss. Zielen und Schuss. So wie wir das alle gelernt haben in der Schule für Zielen und Schießen. In der ich ja natürlich war. So, ausweichen. Ja. Sehr gut. Private. Sehr gut, Private. Natürlich hat mein Private für mich gerade gespielt. Nicht ich, General Major King. Denn nun spiele ich General Major King und ich werde Ihnen nur zeigen, wie das funktioniert. Private hat leider versagt, aber ich kann das verstehen, denn nun mal ist es nicht jeder so gut wie ich. Man geht also nah zum Gegner hin und weicht die Raketen aus, um dann rechts und links hier nur wenig Schaden zu bekommen. Man weicht dann einfach aus und Private Ryan muss noch viel lernen, wie man sieht. Private Ryan, lass mich mal jetzt einen NPC, bitte danke. Private Ryan, bitte danke. Nun bin ich es. Major King, Private, General, Marshall, Oberst. Wir gehen rechts. Da sehen wir einen Gegner, wir weichen aus. Wir gehen hier entlang. Nehmen nun die Schrotflinte. Hier, man sieht hier Heilung. Die hat man übersehen. Man überrascht den Gegner von hinten, schießt ihn ab. Er regt sich erstmal auf. Oh, er kommt von hinten. Sehen Sie das? Er hat Angst vor Major King. Es sind zwei. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Ja, man sieht hier, wie man taktisch den Gegner davon überzeugt, dass man tot ist und dabei einfach nur Spiel lädt und wieder im Game ist und so sieht, wie man ich muss los. Major King meldet sich ab. Tschüss. Der Witz an der Sache ist, meine Freunde, dass ich gerade eben vorhin einen Audio-Test gemacht habe und den überragend geschafft habe. Ich habe kurz einen Audio-Test gemacht und den habe ich halt einfach überlebt. Und wow, ich krieg die Dinger nicht tot. Den habe ich einfach überlebt, indem ich kurz geredet habe, wollte kurz testen, ob das Audio passt. Ich hab die zwei Gegner halt getötet und ich hatte noch volle Leben. Die Rüstung habe ich natürlich verloren, aber ich hatte volle Leben. Und jetzt spiele ich. Und wie oft habe ich jetzt schon neu geladen? Langsam regt es mich auf, ohne Shit. So, zack. Wow, jetzt sieht das viel ab, der Nahkampfangriff. Man rennt halt so scheiße. Das ist Rennen, was ich gerade tue. Es ist halt so langsam. Hat nach. Aber ich habe noch Granaten, zwei Stück. Zack. Zack. So. Wow, ich habe kein Leben mehr. Wow.
Ja, yeah, schießt euch gegenseitig ab. Komm, ich schaff das schon noch. Ich muss mich konzentrieren. Zack, Schrotflinte. Ich habe kein Leben mehr, aber ich kann mir... Ich kann mir das Heilungsding gleich holen. Die Dinger, die verrecken nicht! Ah, die Kisten! Die Dinger, die verrecken nicht. Lad nach und renn. Oh, Junge, ist ja langsam. Wow. So, Rechtsklick. Yes! Nummer Uno ist down! Wow, ich bin nicht gut. Der verfehlt mich, wenn er das wohl alles. Yes! Wow! Geschafft! Und Heilung und Granaten bekommen. Nice. Oh, und jetzt habe ich gar nicht gesehen. Hier ist ein. Vielleicht kann ich dann den nächsten Raum ein bisschen umgehen. Aha. Holen Sie Dr. Dreist. Schnell, schnell. Sie kommen. Wir warten hier und versuchen, Sie aufzuhalten. Okay. Schnell, Dr. Dreist. Holen Sie bitte Dr. Dreist. Wir brauchen nicht Dr. Vorsicht oder Dr. Intrige. Wir brauchen Dr. Dreist. Oh ja. Macht natürlich Sinn. So, wir haben noch 4 Raketen dabei. 5 Schuss damit. Gut, gut, gut. Läuft, läuft, läuft. So, im nächsten Raum waren erstmal hier. Der hier. Das sind die unsichtbaren Viecher. Oh shit, wieso lade ich nach? Ich wollte nicht nachladen. Ist der. Oh yeah! Wieder Heilung. Krass. Wieder Heilung gefunden. So, bisschen Munitionszeug. Gib auf, Alter! Oh mein Gott, das war ja ein MG. Oh mein Gott, da wird Raketen geschossen. Okay, wir warten kurz, bis alle Seiten sich geschossen haben. Wow, hier geht's ab. Ah, nice Gerät. Was zeigt das an? Hirnmasse wahrscheinlich hier. Man kann hier sehen, ja, man kann hier sehen, wie Hirn abhängig davon ist, wie groß der Diamantstück, den man hier sehen kann, in dem Hirn implementiert worden ist. Man kann hier sehen, alle schießen noch aufeinander. Wir betrachten also noch das Hirnimplantat-Tumor hier. Man kann hier sehen, der Tumor in Form eines Diamanten pflanzte sich hier ein und die umkreisenden Linien hier betrachtet, werden einfach als Planeten betrachtet. Denn nichts anderes sind die Gegner. Sind die Planeten hier. Und hervorragende Leistung hier von Napkin. Wie er nun alle Gegner besiegt, ohne auch nur ein Leben zu verlieren. Gut gemacht, Napkin. Oh, eine MG. Man kann hier sehen, ich habe eine Speicherkarte, eine gelbe Speichercode-Karte gefunden. Genauso wie Blendgranaten und Granaten. Das ist hervorragend geleistet, hier hervorragend gelungen, dem Napkin. Ich muss kurz in mich applaudieren. Hervorragend gelungen. Sie sind ein wahrer Meister des Spiels. Was ist das? Ja, hier hat wohl jemand gefischt und ein bisschen daneben gefischt. Denn leider hat er keine Fische gefangen, sondern Treppen. Ja, aber Treppen kann man schon vergleichen mit Fische. Es gibt ja auch die sogenannte Fischtreppe. Und die Fischtreppe. Die Fischtreppe bei Dämmen. Bei Dämmen benutzt man Fischtreppen dazu, um die Fische einen gesicherten Weg zu gewährleisten, über den Damm zu kommen, sodass die natürlichen Wege des Fisches nicht mehr durchbrochen werden durch menschlich entstandene humanoide Staudämme. Und sozusagen kann man schon mal ein Fischnetz auf eine Treppe werfen. Man kann hier sehen, ein Beispiel von Fettleibigkeit. Man kommt hier nicht mehr durch die Tür, einfach weil man zu dick ist.
Und das Problem haben viele in der heutigen Gesellschaft, bedingt durch Fischtreppen, wie ich das vorher schon erklärt habe. So, ja, wie komme ich jetzt hier durch? Spaß beiseite, wie komme ich hier durch? Ich hab ne Speicherkarte, seht ihr das unten, gelbe Ding? Ich komme hier einfach nicht durch. Was ist das für ein behindertes Ding hier? Okay, dann, hier hoch komme ich auch nicht, gell? Ist auch nicht. Oder seht ihr irgendwas? Hier ein bisschen rumgeschieße. Nee. Nee, Jungs, so wird das nichts. Jungs, so wird das nichts. Ich gehe nochmal zurück in den Hauptraum da. Und zwar hier. Und nehme einfach den nächsten. Speichere das Spiel. Sehr gut. Dann wird gesagt. Dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Gucken des Parts. Vielen Dank fürs... Hallo! Bam, yeah. The music is so nice. I do the headbangs, cause I can. Yeah. On the headbangs. Yeah. But Far Cry is nice. Far Cry is nice. Napkins is plays in best rhymes. Nice. Yeah. 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 Best. Nice. Nice, wie ich. Ja, damit kann ich den Part noch beenden. Vielen Dank fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Far Cry. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis auf Wiedersehen. Ja, bis dann. Tschüss. Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun Bananen.